Und einen kleinen Schlenker gibt es natürlich immer an der Bar entlang. Diesmal hinter der Bar Johannes und Vicky. Einen schönen guten Abend. Wie schön, dass ihr da seid. Auch für mich. Ich würde schon mal zwei Getränke bestellen. Und zwar für mich gern ein, ratet? Cuba Libre. Cuba Libre. Ein Cuba Libre für mich. Und für meinen ersten Gast ein Skinny Beach, bitte. Und den ersten Gast treffe nämlich heute auf dem Balkon und juckel an dir vorbei. Und hier ist sie, Lilo Wanders. Einen schönen guten Abend, Lilo. Guten Abend, Astrid. Guten Abend, ihr alle. Du bist bei uns, das ist schön. Wir haben hier einen wunderbaren Blick auf den Spielbudenplatz. Zur blauen Stunde. Ja, zur blauen Stunde. Und auf den gesamten Kiez. Du bist ja auch eine Art Kiezgewächs. Du hast zwei Straßen weiter parallel gewohnt, in der Hopfenstraße in den 90ern, ne? Das ist sehr lange her, ja, ja. Und zwar war im Hochparterre ein Puff, ein Illegaler. Und Frau Meier wohnte unterm Dach, die alle alten Tiere hier aufsammelte, vor allen Dingen die Hunde von der Straße holte. Frau Meier gehörte noch zu der Wiener Invasion in den 60er Jahren, der Österreicher. Frau Meier mit ihrem Pelzmantel zog sie durch die Straßen hier. Was hast du von dem Puff mitbekommen? Dass, wenn Besuch kam, der manchmal irritiert war. Aber ich habe dann später auch, da ging es mir nicht so gut, habe ich auch in einem paar Häuser weiter in einem Puff geputzt. Eines Tages kam ein LKW-Fahrer rein und sah mich von hinten auf den Knien beim Putzen und sagte, ich nehme die Putzer. Das ist doch... Es gibt Momente im Leben, da musst du dich entscheiden, ja. Wer hat sich wohl entschieden? Du machst jetzt wieder ab Ostersamstag Touren über St. Pauli, die Tour de Wanders. Ja, was hat sich verändert auf St. Pauli, würdest du sagen, seit den 90ern? Oh, können wir das jetzt zusammenfassen? Vielleicht einfach nur sexuell? Also da bin ich woanders aktiv, aber was soll ich jetzt sagen? Also wer hier lebt, hat das ja alles mitgekriegt und wer vielleicht 10, 15, 20 Jahre nicht hier war, fällt in Ohnmacht. Aber was sollen wir machen? Es geht voran und es lässt sich nicht zurückdrehen und es ist schade, dass so die idyllischen Ecken eben verschwinden, auch wenn es nie eine richtige Idylle war. Ja? Und vielleicht auch so ein paar Verruchte, zum Beispiel das Safari oder es gibt auch keinen Live-Sex mehr auf St. Pauli? Es wird auch keine neuen Lizenzen dafür geben. Mit dem Safari war das Ende da. Aber was soll man sagen, also in heutigen Zeiten von pornösen Inhalten im Internet ist das auch vielleicht obsolet. Also muss es auch nicht mehr so sein. Was erwartet denn deine Gäste bei der Tour de Wanders? Ich bin die Abteilung Volkshochschule. Ich erzähle... Ja, ich habe so viel Wissen über historische Sachen und eine läufige Zunge. Ich quäle die Leute manchmal sogar, aber ich dosiere das inzwischen aus der Erfahrung heraus so, dass sie sich nicht erschlagen fühlen. Ich erzähle natürlich auch viel über mich und über das Schmidt und die ganzen Jahre in den End-80ern und so weiter. Und wir sind knapp 2 Stunden unterwegs mit so einer Truppe. Ich laufe dann in den Sommermonaten, wenn ich die Samstage, also hier die Tour mache, jeden Abend 10 Kilometer. Das ist mein Fitnessprogramm. In welchen Schuhen? Wir gucken mal runter. Ja, die sind ein bisschen flacher, die ich dann anhabe. Also so, meine Wanderpumps. Ich wollte gerade sagen, 10 Kilometer auf den Schuhen wird ein bisschen schwierig. Du machst das auch in Kooperation mit Olivia Jones. Und was ich, sag mal, ist das deine Ziehtochter? Naja, also vor vielen, vielen 100 Jahren, also irgendwann Anfang der 90er, da kam Olivia ins Schmidt-Theater, um die Ecke geschnürt wie eine freundliche Giraffe und fragte mich, ob sie bei uns auftreten dürfte. Und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und so haben wir uns kennengelernt und die Freundschaft hat gehalten, ja. Wie ist das untereinander? Also das freundlich, weil wir haben auch schon mal Valerie Pearl gehört, die hat auch Freundinnen, die nicht mehr ihre Freundinnen sind. Wird da gezickt oder ist das eher eigentlich ganz friedlich? Die Zeit zum Zicken haben wir gar nicht und wir haben auch gar keinen Anlass dafür.
Also Olivia und ich und noch einige andere Kollegen, wir sind auch damals durch die ganze Republik gezogen mit einer Show, so einer Mix-Show. Und da erzählt man sich so wahnsinnig viele Sachen und dann kann man eigentlich hinterher gar nicht mehr böse miteinander sein. Da gibt es gar keinen Anlass dafür. Gibt es denn irgendjemanden, dem du, im Schmitz trittst du nicht auf? Das hast du irgendwann verlassen. Aber grüßt man sich da auch noch? Wir grüßen uns. Weißt du, was wir noch nicht gemacht haben, noch nicht angestoßen? Nein, aber bei dem nächsten Thema sollten wir auf jeden Fall was trinken, weil es auch immer mit Alkohol zu tun hatte. Vielleicht erinnerst du dich und ich sehe unsere Getränke schon. Nein, lass sie gerne stehen, liebe Zuschauerin Kati, das ist ganz zauberhaft. Wir kommen um die Ecke, ich lass dich vor. Ein Applaus für Kati übrigens, die ist dort auf dem Balkon. Und die wollte uns eben die zauberhafterweise die Getränke bringen. Aber jetzt hemmen wir. Also wir haben für mich ein Cuba Libre und Lilo, was ist ein Skinny Bitch? Eine Skinny Bitch. Das ist das Getränk mit den wenigsten Kalorien. Das ist hoffentlich ordentlich viel Wodka, so ein Sechsfacher, Zitronensaft, Wasser und Eiswürfel. Also vielleicht ist es nur ein Vierfacher, weil ich noch fahren muss. Prost. Komm, Prost. Schön, dass du da bist. Und Prost euch allen hier auch. Ist der gut? Man schmeckt den Wodka, ja. Das ist ein gefährliches Getränk. Ist da zu wenig Wodka drin? Wir können dann nochmal nachkippen. Nein, ist völlig in Ordnung. Aber wenn du sowas alleine mixt zu Hause, da kann auch eine halbe Flasche schnell weg sein, ja. Lilo, das Gerücht herrscht, dass bei wahre Liebe, du hast uns ja allen ganz viel beigebracht, auch Alkohol im Spiel war. Hast du da ausschließlich Shampoos getrunken? Als man mich überredet hat, da hat Stefan Aust mich mit Champagner mittags abgefüllt, weil ich überhaupt nicht wollte. Und dann bei der Sendung gab es dann aber nur Sekt. Und die ersten 5 Jahre, muss ich heute zugeben, war ich bei jeder Sendung Hickhacke voll. Anders konnte ich das nicht. Weil du so aufgeregt warst? Nein, weil es auch um die Materie ging. Aber das ist wie bei einer Ehe. Von einem Tag auf den anderen, irgendwie gewöhnst du dich an alles und brauchst du keine Drogen mehr. Jahr Nummer 6 hast du es ohne geschafft. So Pi mal Daumen, ja. Hast du, würdest du sagen, nach der Zeit, also ich würde mal schätzen, alle jetzt über Ende 20 haben das garantiert gesehen und haben sich dadurch bestimmt ein Stück weit aufklären lassen, durch die wahre Liebe. Kannst du irgendwie sagen, gibt es irgendwas, was es nicht gibt? Gibt es Normales? Hast du irgendwas, so eine Quintessenz draus gezogen? Was gelernt? Jeder Mensch ist so einzigartig und natürlich kannst du irgendwie Gemeinsamkeiten finden und herstellen, aber es gibt auch nichts, was es nicht gibt. Also, und solange alle Beteiligten bei klarem Verstand sind und wissen, was sie tun, was jede Form von Ausbeutung und Vergewaltigung ausschließt, ist auch alles in Ordnung. Ja. Und da sollte man rumexperimentieren. Und wenn man dann irgendwann feststellt, nee, das ist nicht mein Ding. Du musst ja auch ein Ei, wenn du es isst und stellst fest, es ist faul, musst du ja auch nicht aufessen. Also dann muss man auch die Fähigkeit haben, zu sagen, nein, das ist nicht meins. Und selbst wenn es mittendrin ist. Ne? Wo würdest du sagen, stehen wir toleranzmäßig? Denn was du auch immer vermittelt hast, ist eben Toleranz. Wie du eben schon sagtest, es gibt kaum was, was es nicht gibt. Alles, was in gegenseitigem Einverständnis passiert, ist auch in Ordnung. Sind wir tolerant in Deutschland? Naja, man hat den Eindruck, dass es auf dem Rückzug ist mit der Toleranz. Ich glaube, im letzten Herbst gab es mal wieder diese Befragung, 40% der Bundesbürger fühlen sich gestört, wenn ein gleichgeschlechtliches Paar sich auf der Straße küsst. Das mag zwar erschrecken, aber ich drehe es dann um und sage, 60% fühlen sich nicht gestört. Also es kommt immer auf die Sichtweise auch drauf an, wie etwas ist. Und im direkten Kontakt ist vieles leichter und einfacher. Ich denke jetzt an die AIDS-Krise, ja. Diese Katastrophe hat eine Menge Furchtbares angerichtet, aber sie hat auch dafür gesorgt, dass das Thema überhaupt in der Gesellschaft war. Und auf einmal gab es im Umkreis, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis Erkrankte oder Infizierte und da musste man sich damit auseinandersetzen. Also ich bin immer für Penetranz, ne? Also nicht sich zurückziehen, sondern offensiv sein. Ich habe zum Beispiel, eine ganz andere Geschichte, ich habe einen Paketboten, der bringt mir manchmal auf dem Land, wo ich ja auch wohne, die Post und der küsst mir jedes Mal die Hand oder die Wange und das ist ein Nazi. Ja, weiß ich über Facebook. Und wie grüßt du ihn? Zurückhaltend, aber dem ist nicht bewusst, dass wenn seine Kumpels irgendwie an die Macht kämen, dass ich wahrscheinlich zu den ersten Todesopfern gehören würde. Und da stelle ich was her.
da stelle ich was her, weil ich auch zugewandt bin und mich mit ihm unterhalte. Und der erzählt mir immer so versaute Witze, das ist so furchtbar. Möchtest du einen loswerden, Lilo? Wir wären dafür offen, wir sind ja auf dem Kiez, das ist überhaupt kein Problem. Hast du persönlich mal mit Intoleranz zu tun gehabt? Ich bin eigentlich sehr geschützt, sag ich mal so. Mir ist nie was passiert. Also zur wahre Liebezeit lief wohl mal irgendjemand hier mit einer geladenen Pistole in seiner Plastiktüte über die Ripperbahn und fragte, wo ich wohne. Ernsthaft? Ja, das habe ich aber erst sehr viel später erfahren. Der wollte mich wohl umbringen. Und das war auch die Zeit, als es so ein paar Briefbomben in Fernsehredaktionen gab. Dem Bürgermeister von Wien hat es ein paar Finger zerfetzt. Und da gab es Drohungen. Aber ich habe eigentlich immer nur Zustimmung gekriegt. Also das Böse in der Zuschauerpost oder in den Mails war immer ganz gering. Das ist schön. So, wie gesagt, du hast uns Toleranz gelehrt. Es gibt auch unterschiedliche Lebensformen, zum Beispiel auch Dreiecksbeziehungen oder Schwule, die Familie und so weiter haben. Und das soll ja auch so sein. Ich bin dafür. Wir sollten alles leben, was möglich ist. Und wir sollten vor allen Dingen immer daran denken, es gibt eine Untersuchung, habe ich voller Interesse gelesen. Da hat ein Forscherteam tatsächlich 70 Jahre lang eine Gruppe von 600 Menschen verfolgt und untersucht und immer wieder befragt. Natürlich sind die Forscher zwischendurch gestorben und auch ein paar aus dieser Gruppe. Das Ergebnis war aber, am glücklichsten macht den Menschen nicht Wohlstand oder Gesundheit, sondern eine gute Beziehung. Und dafür offen zu sein, mit allem, was es bedeutet, ich glaube, das ist das Wichtigste. Guck mal, ich habe 2,5 ernsthafte... Ja, ein schöner Applaus. In meinem Leben 2¼ ernsthafte große Lieben gehabt. Die erste dauerte 1 Jahr, dann 9 Jahre Liebeskummer, die zweite dauerte 5 Jahre, dann 9 Jahre Liebeskummer und die vierte dauerte 3 Monate, da habe ich nur 3 Jahre getrauert. Und wenn man so rechnet, 6¼ Jahre Glück und 21 Jahre Liebeskummer. Und weißt du was, ich finde das toll. Die halten mich wahrscheinlich alle für bekloppt, aber das war ganz wichtig für mein Leben, weil ich damit so viel Einsichten gewonnen habe. In mich, aber auch in Menschen generell. Und heute kann ich sagen, die Zeit heilt alle Wunder. Es ist klasse. Meinst du, dass dir das tief, ja, ich darf gern applaudiert werden. Vielleicht, also du sagst selbst, das hat dir Tiefe verliehen. Ich habe mich nämlich auch gefragt, oder ich frage es dich, warum die Menschen auch in wahrer Liebe oder in anderen Umgebungen dir so vertrauen. Also auch in dieser Sendung wurden dir ja Dinge anvertraut, ob nun von Pornodarstellern oder von Menschen, die wirklich besondere Neigungen haben. Warum? Weil du hochsensibel bist? Ich bin nicht hochsensibel, ich bin emphatisch. Ich bin inzwischen etwas älter und nicht költer, immer noch emphatisch, aber es haut mich nicht mehr so um. Das ist schon mal ganz gut, es muss ja auch was Gutes am Älterwerden geben. Ich weiß es nicht, ich bin geküsst. Also als junger Mensch habe ich immer gedacht, ich habe ein ganz schreckliches Schicksal, weil so viele Menschen in meiner Kindheit und Jugend gestorben sind und so. Heute denke ich, ich bin ein Schoßkind des Glücks. Ich bin nicht Gustav Ganz, also ich finde nicht überall das Geld, aber ich habe ein fröhliches Gemüt. Und das ist, das weiß nicht, ob es eine göttliche Gabe ist oder sowas. Und ich habe eine Fähigkeit. Früher habe ich mich nicht getraut, darüber zu reden und heute tue ich das. Wenn ich in den Supermarkt gehe und einkaufe, und an der Kasse stehe, dann denkt die Kassiererin eine Sekunde lang oder vielleicht auch so 2 oder 3, das Leben ist gar nicht so scheiße. Und das ist eine Gabe, die ich bekommen habe. Und vielleicht sorgt das auch dafür, dass mir oft Menschen sehr schnell die intimsten Dinge anvertrauen. Also ich habe schon Verständnis für fast alle Fälle, ja. Du hast mir verraten, du kannst kein ÖPNV fahren. Wenn du zu viel mit Menschen, mit Fremden zusammenkommst, kommen dir Bilder hoch. Aber das ist jetzt keine Behinderung, richtig? Ach, öffentliche Verkehrsmittel, ja. Ja, das stimmt. Ich fahre zwar sehr viel mit dem Auto zu meinen Auftritten, aber hin und wieder auch mit der Bahn. Und das ist auch sowas, da kann man gar nicht sagen, woher kommt das oder ist es wahr oder so. Ich sitze in der Bahn, jemand geht vorbei und es ist wie in Comic, so eine Denkblase kommt ein Stichwort. Entweder kreuzunglücklich oder verliebt oder homo oder irgendwas kommt im Arsch. Und manchmal muss ich mich einfach dagegen abschirmen und deshalb sitze ich immer mit dem Buch. Sehr gut. Wir springen mal. Du bist vor 1,5 Jahren 60 geworden. Natürlich sieht man das nicht. Du siehst fantastisch aus.
Und ich muss es ansprechen, denn es gibt ein noch relativ neues Programm, das da eben heißt Endlich 60, Gaga, geil und gierig. Sollte eventuell mal heißen Alt, schlank und sexy. Das ist aber verworfen worden. Wie kommst du zu diesem Titel? Das war bei einer Veranstaltung, war Gerburg Janke auch da, da waren ganz viele Kolleginnen und Kollegen, weil ein Film gezeigt wurde über 40 Jahre Lutherbeck. Und da hatte ich erst Gerburg erzählt, dass ich von einem Liebeslager gerade gekommen war und fast nicht gekommen wäre, weil es bis in den Mittag hinein dauerte. Und dann kam eine andere Kollegin dazu, Cora Frost, und sagte zu mir, du siehst ja toll aus. Tja, sagt Gerber, sie hat viel Sex. Ich sag, Gerber, ich habe dir gerade erzählt, ich sehe den Kerl nur alle 2-3 Wochen. Tja, sie hat viel Sex. Und, und dann hatte ich eben auch erzählt von alt, schlank und sexy, weil ich 18 Kilo abgenommen hatte in 3 Monaten. Und dann sagt sie, mach doch eine Alliteration. Das ist das Gleiche, aber sag doch einfach gaga, geil und gierig. Und wenn du dein Alter noch mit reinschieben willst, endlich 60. Ja, und so hat Gerburg mir den Titel geschenkt. Ein traumhafter Titel. Wie ist denn jetzt, wie ist der Sex jetzt? Und ist er besser als vor 20 Jahren? Ja, es heißt ja immer, 60 ist das neue 40. Das stimmt aber nicht. Man kann sich wie 40 fühlen, aber nur noch 2 Stunden auf der Bühne oder 90 Minuten beim Sex. Wirklich jetzt keine Hoffnung? Wie, was? Für guten Sex, für alles schön. Doch, der dauert heute einfach so lange. Das ist so schön. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, also wenn ich morgens nach dem Aufstehen oder mittags nach dem Aufstehen ins Badezimmer taper und vorm Spiegel stehe, dann denke ich auch manchmal, huch, ich dachte, Horst Tappert ist tot. Oh Lilo, jetzt kokettierst du. Nein. Das würden alle wissen, die im gleichen Alter sind. Also diese Säcke unter den Augen, das dauert Stunden. Früher war ich zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Bettschönheit. Jetzt dauert das Stunden, bis ich entknittert bin. Echt, das ist so. Ich konnte das jetzt. Pass auf, ich wollte dich mal fragen, wie diese Beine, die ich vorhin gesehen habe, in deinem Alter, und wie schaffst du dieses sagenhafte Dekolleté? Die Beine habe ich von meiner Mama, die sitzt seitdem im Rollstuhl. Weil das darf sie nicht hören. Und lalalala, wir haben es nicht gehört. Das Dekolleté, ja, obwohl ich so viel Fett abgespeckt habe. Naja, die Kunst der Malerei, der Bauernmalerei. Sieht fantastisch aus. Und Lilo und ich, wir sprechen uns nachher noch. Und damit geben wir beide jetzt erstmal ab zur Bühne. Dazu gibt es Musik, das Horse with No Name Orchestra. Von Hohe Berge zum RTL-Dschungelcamp, vom Tretboot in Seno zur Paketbootin und von NDW-Star zum Gast auf dieser Bühne. Herzlich willkommen, Fräulein Menke. Hallo, meine Lieben. Freut mich, da zu sein. Vielleicht habe ich euch ja was zu erzählen, wer weiß, hm? So, müssen wir erstmal klären, ich kann dich ja nicht ständig mit Fräulein oder Fräulein Menke, ich sag Franziska, Franzi, was hättest du gerne? Franzi ist das Beste, was Franzi ich ist das Beste. Dann machen wir Franzi. Franzi, du bist ein Hamburger Dern und bist in Hamburg aufgewachsen. Das leider nicht. Ich bin in Hamburg geboren, Lübecker Tordamm im Marienkrankenhaus, aber dann hat es mich nach Maschen verschlagen. Da hatte mein Vater 1960 ein Haus fertig gebaut. So kannst du sagen, da bin ich aufgewachsen. Das ist bereits Niedersachsen. Das also ist bereits Niedersachsen und bekannt durch ein Autobahnkreuz. Richtig. Und vielleicht noch einigen bekannt durch einen Song. Truckstop hat den gesungen. Der kommt ja vor, ne? Richtig. Das dreht sich sowieso bei mir im Leben alles um Musik. Mein Vater war ein sehr bekannter Musikproduzent und ihm gehörte auch das Studio in Maschen, wo in den 70ern und in den 80er Jahren eigentlich fast alles aufgenommen hat, was Rang und Namen hatte, von Roger Whittaker über Milva. Was hatten wir dann? James Last und Freddie Quinn hat er mitproduziert, glaube ich. Quinn, Truckstop sowieso. Freddie, ne? Quinn hat auch oft bei uns aufgenommen. Der war damals bei der Polydor-Plattenfirma, weiß ich noch genau. Und Truckstop hat mein Vater geradezu entdeckt und auch produziert. Am Anfang haben die noch englische Country-Titel gesungen und dann ist er auf die Idee gekommen, nee Jungs, macht mal in eurer Sprache, das ist authentischer.
Und Cisco war eigentlich Maurer, das war das Urgestein von Truckstop. Der hat dann angefangen zu texten und sind sehr erfolgreich gewesen. Und der größte Hit war halt Ende der 70er Jahre, ich glaube 1979 war es, das war Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. Das kennt ihr noch und alle. Und Take It Easy, altes Haus. Das genau. Kommt aber raus, wenn man Deutsch mit Englisch kreuzt. Stimmt. Dein Vater Joe hat die produziert, dann gibt es ja noch deine Mutter Karin, es muss ja auch eine Mutter geben, und die hat im Chor von Bert Kempfert gesungen, und Bert Kempfert ist ja auch noch eine Legende für ja, viele. Unglaublich, also Bert Kempfert, wer kennt ihn nicht, der hat ja nun... Naja, es wird in der Zwischenzeit schon einige geben da draußen, die den nicht kennen, aber ja, ich glaube, er ist sogar auch hier in Ohlsdorf, auf dem Ohlsdorfer Friedhof beerdigt worden, das ist ein Hamburger Weltstar, kann man sagen, in Komposition. Und damals haben sie ja noch alles live aufgenommen. Also da gab es nicht irgendwie Mehrspurtechnik oder so. Da haben die, ich glaube, in der Eberthalle alles und auch in der Musikhalle alles zusammen aufgenommen. Und meine Mutter war ausgebildete Opernsängerin, Koloratursopran, nennt man das ganz oben, ne? Viergestrichenes C. Und die musste sich immer hinter den Orgelpfeifen verstecken, damit sie nicht zu laut war. Und dann haben die alles zusammen aufgenommen. Das habe ich allerdings nicht mitbekommen. Also ich habe mehr so 60er und 70er Jahre im Studio mitbekommen. Das war sehr interessant. Und aus dieser Familie musste einfach auch jemand kommen, der Musik macht, weil die immer da war bei euch, oder? Ja, ich muss dazu sagen, mein Vater war ein sehr strenger Mann irgendwo. Also er hatte nicht so Bock drauf, wenn ich mal sagen kann, dass Frauen nun großartig nach vorne kommen. Die waren schon so eher fürs Kaffee kochen und Whisky einkaufen so in seiner Psyche so abgestellt. Ne? Deswegen musste ich gerade zu mir was überlegen, wie ich gegen diese riesige Truckstop-Wand dieser Männer, auch noch Cowboys, ne, mit dem Lasso und so, ne, ist man ja schon richtig gefordert, wie ich dagegen ankomme. Und da habe ich gedacht, Mensch Mädel, mach irgendwas, was ganz weit von dir weg ist, so du bist jetzt Hamburgerin, Dirndl oder so, ich meine, diese Truckstop, die sind auch Frauenärzte und Zahnärzte und so und machen auf Cowboy. Und das habe ich mir halt als Beispiel genommen und durch dieses Verstellen und Verdrehen und so ist es irgendwie das Image aufgegangen. Bin ich auch sehr froh drüber, dass das damals geklappt hat. Du bist ja am 4. November geboren und damit Skorpion. Ich habe gelesen, Skorpiongeborene sind kämpferisch und gehen ihren Weg, sind aber unversöhnlich und kompromisslos. Das sind so die vier Eigenschaften. Empfindest du, dass da irgendwas davon stimmt? Geht ihren Weg? Also in der Jugend ist man schon noch ein bisschen anders. Der junge Skorpion ist also definitiv anders als der 56-Jährige, der ich jetzt bin. Also ich kann durchaus verzeihen und ich lächle auch so ein bisschen über meinen Sturkopf, den ich damals hatte. Aber hätte ich den nicht gehabt, wäre ich auf keinen Fall, auch nicht als Produzententochter, nach vorne gekommen. Ich musste wirklich auch jemand ganz anderen nehmen, der mich künstlerisch produziert, weil mein Vater hatte da gar keine Lust zu. Der hat sein Studio zur Verfügung gestellt und mach mal, fand das auch ganz doof. Irgendwie, was ich da rausgebracht habe, meine ersten vier Titel, das wird nichts, das nicht für die Leute und so. Ah, okay. Und er war derart überrascht vom Erfolg, er war direkt umgehauen, er hat es nicht erwartet. Mhm. Du warst ja nicht allein, du hast auch noch einen Bruder, ne? Den Alexander gibt es auch noch. Ja, also mein Vater hat sogar zwei Söhne, der Thomas, mein Vater war in erster Ehe mit Nana Gwaldi verheiratet, das waren 15 Jahre Schlagerstar. Aha. Und daraus gibt es den 1954 geborenen Tommy, der Sohn von Joe Menke und Nana Gwaldi. Und dann hat mein Vater dann meine Mutter in zweiter Ehe geheiratet und dann bin ich geboren, 1960 und 1966 mein Bruder Alexander, der eigentlich auch ein sehr begabter Komponist und Produzent ist. Und mit dem du auch noch Kontakt hast, oder ist das ein bisschen... Wenig. Ich habe immer versucht, als ich Erfolg hatte, hatte ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe gedacht, ich muss den Kleinen pushen und ich habe schon gemerkt, dass die Eltern... Ja, damals der Kleine, logisch, 6 Jahre, das ist unglaublich, wenn man ein Kind ist oder Heranwachsender, sind 6 Jahre echt ein großer Unterschied. Hatte ich mich immer so ein bisschen schuldig gefühlt und gedacht, ich müsste ihn an meinem Erfolg partizipieren lassen oder protegieren und so. Aber das hat er immer schlecht aufgenommen. Also es fand er immer unmöglich, dass ich das überhaupt versucht habe. Er wusste schon, ihm fließt das sowieso alles zu. Und das ist auch letztendlich so gekommen. Und bei dir kam irgendwann Harry Gutowski ins Spiel. Richtig. Und daraus wurde aus der Franziska Menke plötzlich Fräulein Menke. Erzähl uns mal ganz kurz, wie das abgelaufen ist. Es gab irgendwie ein ich wollte schon sagen Jodeldiplom, aber es gab irgendeine Jodelkassette von dir oder sowas, ne? Ja, also ich musste mir irgend so ein Exekutivproduzent, hat man das damals gehört, der das ausführt, suchen. Und habe bei dem im Keller, ich habe in Winterhude gewohnt, in Barmbecker Straße. Und er toller Stadtteil, neben, Winterhude ist super. Wir waren Nachbarn. Ja, super, Winterhude. Ja, super geil. Ja, war auch eine sehr geile Zeit. 80er in Winterhude. Harry gleich nebenbei. Ja. Naja, und da hat er von mir so eine Stimmprobe aufgenommen, wie ich singe. Und auf die hat er dann noch mit so einem umständlichen Ding, wo man immer so printet, weißt du, wo man so ein
Buchstaben in so ein Plastikding reindrücken muss, hat er Fräulein Menke ausgedruckt so und auf die Kassette raufgemacht. Einfach damit er es wiederfindet. Und ich so, Fräulein, ist ja super geil. So nenne ich mich. Und dann war der Künstlername geboren sozusagen. Und dann hast du ja Hohe Berge geschrieben. Das ist ja ein Text von dir, ne? Richtig, ich hatte erst den Titel in Englisch geschrieben mit dem englischen Text. Der hieß erst nur So. Nein, ich dachte irgendwie so. Ob das auch nicht das Wahre so. Ja, und dann habe ich ein bisschen überlegt, was kann ich machen. Und dann kam Hohe Berge raus und Traumboy auch aus, im ersten Wurf. Und da habe ich allerdings nur den Text geschrieben. Aber Hohe Berge habe ich tatsächlich auch Musik und Text geschrieben. Und die Idee, dass du plötzlich als Norddeutsche ein Dirndl trägst, ein getuntes, und ich als Bayer muss sagen, das sieht ja rattenscharf aus, das trägst du ja teilweise immer noch. War das klar, dass dir das jetzt bis so lange irgendwie folgt, so ein Dirndl? Also so, Fräulein war damals schon völlig abgepfiffen, also alle emanzipierten Frauen kämpften um, das heißt nicht mehr Friseuse, das heißt Friseurin, und Fräulein gibt es auch nicht mehr. Und ich habe gedacht, ach, wie war das so schön mit Heinz Erhardt, die deutschen Filme, wie sie so mit dem Bus durch die, und Fräulein, bitte noch einen Kaffee und so, ne? Und dann habe ich eben, wie gesagt, dann habe ich diese Idylle gesehen, wie das so damals war, Technicolor im deutschen Film, und da gehört ein Dirndl dann für mich auch vom Image her dazu. Und du bist ja aufgefallen mit deinen Kostümen, also Dirndl war Hohe Berge, dann hatten wir Tretboot in Seenot, war ja mit den Cappies, und dann gab es das Hochzeitskleid Gate in der ZDF-Hitparade. Oh Gott. Du bist bei Traumboy mit dem Hochzeitskleid aufgetreten und hattest, glaube ich, die Schärpe oder was nicht aufsetzen. Nein, also ich habe irgendwie tierisch Ärger gekriegt in der Hitparade. Ich weiß nicht, die Redakteurin meinte, das wäre Verunglimpfung der Eheschließung in Weiß, wenn ich so ein Kleid trage und einen Schlager vortrage. Das möchte sie nicht so gerne. Sie gab mir dann noch so ein Kärtchen, wo ich mir in der Fasanenstraße in Berlin ein geeignetes Hitparaden-Outfit anschaffen sollte. Und da habe ich nur gesagt, nein, also es tut mir sehr leid, wenn das jetzt der Preis ist, ja, fürs Berühmtwerden, dass ich jetzt meine Garderobe nach den ZDF-Redakteuren auszurichten habe, dann habe ich gar keine Lust auf Karriere, dann trete ich gar nicht auf und so. Und dann habe ich einen Moment überlegt und dann kamen so Gitte und Mary Rose zu mir und sagen, pass mal auf, du machst gerade einen Fehler, du musst einschwenken und so. Ich sage, ja, stimmt. Und dann habe ich sie nochmal kommen lassen, die Redakteurin, und dann haben wir uns geeinigt, ich mache den Schleier einfach nicht oben auf dem Kopf, weil dann kann man ja sehen, ich habe nicht unbedingt ein Brautkleid an, nur ein weißes Kleid. Und habe den dann so in meine Corsage reingeschummelt und gedacht, ist ja eine Live-Sendung, können das ja gar nicht ändern, wenn ich jetzt im ersten Vers diesen Schleier ausschlage und mir in die Perücke steckt, wollte schon sagen, in mein Haar steckt. Ja, und dann habe ich dann so heftig dann weitergesungen und gedacht, hä, jetzt habe ich es allen gezeigt. Was Skandal. Man darf gespannt sein, was Fräulein Menke hier noch aus der Tasche zieht bei unserem Talk. Wir haben ja noch ein bisschen, liebe Franzi. Meine lieben Teamkollegen von Talk.dot haben gesagt, wenn du die Überleitung machst mit Tretboot in Seenot, dann setzt's was. Ich mache sie trotzdem und gebe ab an meine bezaubernde Kollegin Astrid. Danke, Peter. Ich bin betreten. Nein, ich gebe die Frage gerne weiter. Neben mir steht die Weltumseglerin Mareike Gur. Und erst einmal guten Abend, Mareike. Moin, moin. Freu mich. Schön, dass du da bist. Und hinter uns stehen die Erdmännchen auf. Das ist immer wunderbar. Ich gebe die Frage jetzt weiter. Mareike, hast du mal im Tretboot gesessen? Na klar, das muss ja jeder erstmal üben. Das ist ja auch nicht so ganz einfach, ne? Also 1, 2, 1, 2, das will gelernt sein. Vielen Dank. So, jetzt können wir weitermachen. Peter ist hoffentlich zufrieden mit der ganzen Geschichte. Du bist seit ein paar Monaten wieder zurück, nach einer 4-jährigen Weltumsegelung. Und jetzt stehst du hier in einem Club mit 100 Leuten. Wie fühlt sich das an? Komisch, es ist alles anders. Natürlich hat sich viel verändert in Hamburg und ich erkenne manches gar nicht wieder, aber es ist auch schön, da zu sein, auf jeden Fall. Also du hast jetzt keinen Koller, weil du hier zwischen vielen Menschen hockst? Nein, ich mag Menschen. Immer noch. Das ist schön, du bist gesellig. Also, mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Du bist von April 2012 bis September vergangenen Jahres unterwegs gewesen. 45.000 Seemeilen, das sind ungefähr 80.000 Kilometer, 37 Länder, 143 Inseln. Und du bist so grob am Äquator entlang, Barfußroute nennt man das, glaube ich, ne? Damit es schön warm ist, bin ich immer in den Tropen geblieben, ganz klar. Also sonst wird es mir zu kalt. Was ist denn
der anders gewesen? Man fragt sich jetzt, warum macht man sich auf den Weg und gibt für eine Zeit lang Familie, Freunde, Job, Wohnung auf und zieht einfach los? Ganz, ganz einfach. Ich wollte in den Pazifik. Und der Pazifik liegt nun mal auf der anderen Seite von Hamburg. Und dementsprechend, wenn man hinfährt, muss man auch wieder zurückfahren. Und dann ist es eine Runde. Ganz, ganz schnell gemacht, aber 4,5 Jahre. Mhm. Und gab es einen Anlass für diese Idee? Oder hast du schon als Kind gedacht, nee, mit so und so in dem Alter fahre ich los? Nein, ich wollte in den Pazifik, vielleicht schon immer, das weiß ich nicht so genau, irgendwo da hinten unter Umständen. Aber ich war mal irgendwie vor 15 Jahren für einen Charterturn da, also hingeflogen, ein bisschen gesegelt, wieder weggefahren, ganz traurig gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, da muss ich nochmal hin mit ein bisschen mehr Ruhe, mit vor allen Dingen auch der Möglichkeit, andere Inseln zu sehen, denn die sind ja ganz weit verstreut. Der Pazifik ist riesig, wirklich enorm groß, können wir uns kaum vorstellen hier. Und die Inseln liegen ganz weit auseinander und dementsprechend braucht man Zeit. Man muss Zeit haben, um auch auf die außenliegenden Inseln zu kommen. Und das kann man nicht mit dem Flugzeug wirklich. Und naja, dann reift so ein Plan und dann möchte man das gerne. Und dann sind ja auch eine ganze Menge Dinge, die einen hier zurückhalten. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, nützt nichts. Diese ganzen Dinge sind gar nicht so wichtig wie mein Wunsch und den wollte ich dann umsetzen. Bist du nicht gerade Privatier, denn man fragt sich ja auch, wie finanziert man das Ganze? Und nein, du hast das Boot nicht, also es ist nicht dein eigenes, du hast auch nicht in Hamburg irgendwie 5 Häuser, die du besitzt, sondern du hast dich mit einer Firma zusammengetan. An den 5 Häusern arbeite ich noch, das wird dann irgendwann auch mal im nächsten Leben. Nein, ich habe kein Schiff gehabt, ich habe auch kein Geld gehabt, um eins zu kaufen und ich habe mir eins ausgeliehen, wirklich richtig gehend. Es ist ein bisschen auf mich zugekommen, das Schiff, hat gesagt, hier, ich möchte von dir gesegelt werden. Am liebsten Mittelmeer-Karibik und ich habe gesagt, das ist mir zu langweilig, ich wollte unbedingt in den Pazifik. Und habe gesagt, okay, wenn ihr das mit mir auch im Pazifik macht und dementsprechend eine ganze Runde draus macht, dann bin ich dabei. Und das Prinzip war dann eben, das Ganze dadurch zu finanzieren, dass Leute, die mitgekommen sind, also auch ein Stückchen von meiner Weltumsegelung mitsegeln konnten, dafür bezahlt haben, also einen richtigen Charterpreis bezahlt haben. Aber ich habe auch Freunde mitgenommen, Familie mitgenommen, also auch ganz, ganz unterschiedliche Leute dabei gehabt. Aber so hat es funktioniert. Es ist ein bisschen anstrengender, als alleine zu segeln, muss ich ehrlicherweise sagen. Wärst du lieber alleine gesegelt? Nicht ganz alleine, aber wenn man Menschen an Bord hat, die Urlaub machen wollen, die natürlich auch dafür bezahlen, dann ist das ein Anspruch, den sie haben. Und das bedeutet, dass ich einfach auch eine ganze Menge dafür bieten muss. Zumindest mein Anspruch ist es dann. Was hat es gekostet, mitzusegeln? Also ganz grob knapp 1.000 Euro die Woche. Ein bisschen weniger natürlich, wenn man jetzt beispielsweise auch zur zweiten Kabine benutzt hat. Aber klar, segeln am anderen Ende der Welt ist dann schon auch teuer. Das Schwierige ist immer, so ein Schiff zu unterhalten. Das ist nicht so, dass da viel Geld übrig geblieben ist. Und ich habe damit auch nichts verdient. Aber ich habe eben auch plus minus null die Welt umsegelt und mit viel Arbeit einfach. Und musste man sich bewerben oder hattest du Mitspracherecht, wer da mit dir an Bord war? Ja, unbedingt. Also es gab natürlich auch einen Nasenfaktor. Nein. Ich habe immer mir vorher angeguckt, wer ist für was irgendwie fähig. Das kommt ja von bis. Wir können irgendwie einfach nur eine Woche schön durch die Inseln segeln und jeden Abend irgendwo ankern. Das ist gar kein Problem. Das kann fast jeder, der Spaß dran hat. Und dann haben wir auch Strecken von 6 Wochen beispielsweise, ganze Ozeane zu überqueren. Südatlantik 6 Wochen, das ist schon lang. Und da muss ich mir dann schon überlegen, wer ist dazu fähig? Wer will das auch wirklich so, dass er dann auch ein bisschen fähig ist zu leiden? Klar, ist ja nicht nur lustig. Und so habe ich das dann auch ein bisschen auswählen können. Das heißt, ich habe auch schon mal gesagt, nee, pass auf, fahr mal lieber eine andere Strecke, die ist besser für dich. Okay, durch die Blume, ja, das haben die dann hoffentlich verstanden. Dich würde ich immer mitnehmen. Oh, das wollte ich später auch noch fragen und vielleicht können wir Peter auch mitnehmen, falls du mal wieder losfährst. Wir fahren ja auch viel mit Frauen, also ich bin ein bisschen prädestiniert, würde ich sagen, dafür, Frauenkurs zu fahren. Also wir hatten halt auch manchmal nur Mädels an Bord und Peter passt da schon rein. Peter, hast du gehört? Mit uns Mädels darfst du durch. Wink mal, wie schön. Peter ist total begeistert. Aber jetzt im Ernst, lagst du auch mal falsch? Gibt es da nicht auch mal Streit oder einen Lagerkoller an Bord? Na klar, das ist nicht ganz einfach mit Menschen, die sich alle vorher nicht kannten in der Regel. Also alles einzelne Individuen, gestandene Menschen mit auch viel Background und manchmal auch natürlich ein bisschen Gepäck in alle Richtungen.
Das kann schon mal ganz schön schwierig sein, ja. Aber ich sag mal, 80-90% war super und hat viel, viel Spaß gemacht, weil auch ganz viele Leute dabei sind, die ich vorher nicht kannte, die ich dadurch besser kennenlernen konnte, die wiedergekommen sind, manche wirklich 4-5 Mal dabei gewesen sind. Und das ist toll. Aber ja, es gab auch ein paar, mit denen muss ich nicht unbedingt wieder sehen. Was sind das für Charaktere, die nicht so deins sind? Das sind natürlich die, die sich schwer unterordnen, weil sie es nicht gewohnt sind, ganz klar. Weil sie es gewohnt sind, selber anzugeben, wo es lang geht. Und das geht an Bord nicht. An Bord muss einfach leider einer im Endeffekt die Entscheidungen treffen und das ist dann schlichtweg meine Position. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann wird es schwierig. Und das bist du als Skipperin. Es gibt gar nicht so viele Skipperinnen. Meistens sind es Männer. Hast du damit Vorurteilen zu tun gehabt? Ich kämpfe immer noch weiter, aber eher für die Frauen als gegen die Vorurteile. Ich glaube, es wird gut aufgenommen. Es sind ganz, ganz viele positive Reaktionen gewesen, egal in welchen Hafen ich kam. Natürlich bekam ich immer doppelt viel Hilfe. Ist ja auch nicht so schlecht. Ich muss ja nicht sein. Aber meistens war es tatsächlich so bei diesen südländischen Typen im Mittelmeer, in Italien oder so, dass sie immer eigentlich gedacht haben, sie müssten unbedingt irgendwie jetzt nochmal den Mann finden, der sich irgendwo versteckt hat. Es kann doch nicht sein, dass du da alleine auf dem Schiff bist. Ich war ja auch gar nicht immer alleine, aber selbst wenn ein Mann dabei war, dann wurde immer erstmal der gefragt, ganz klar. Bevor ich dann dreimal winken konnte und sagen konnte, bitte hier zu mir. Das ist dann einfach Tradition. Das ist ganz klar in der Schifffahrt. Aber klar, geht gegen anzukämpfen und dann funktioniert das auch. Da hast du dich bemerkbar gemacht. Du hast Peter und mir erzählt, du bist einmal im Jahr nach Hause geflogen und hast deine Familie gesehen. Was würdest du sagen, hast du überhaupt verpasst jetzt in den Jahren? Das ist ja auch nicht einfach. Also man lässt was zurück. Ganz schön viel. Das vermisst man, wenn man es merkt oder wenn man unterwegs ist, ein bisschen weniger, als wenn man wieder da ist. Beispielsweise meine Schwester hat geheiratet in der Zeit, in der ich nicht da war. Meine Großmutter ist gestorben. Das sind alles Dinge, die schon eigentlich jeder mitbekommen möchte. Meine Neffen sind groß geworden in der Zeit, in der ich nicht da war. Und Hamburg hat sich verändert übrigens extrem, muss ich sagen. Es sind gut 5 Jahre, die ich viele Ecken nicht gesehen habe. Ich erkenne einiges gar nicht wieder. Aber vermissen tut man unterwegs die Leute, die einem wichtig sind, Familie und Freunde. Und das fehlt einem schon, denn ab und zu ist man da unterwegs ja auch ganz schön alleine. Auch wenn man viele Leute um sich rum hat, die fahren ja auch wieder, die sind ja wieder weg. Das ist nicht jemand, mit dem man alles teilen kann. Gab es denn, ich weiß nicht, wärst du gefahren, wenn du eine Beziehung gehabt hättest? Kommt nur eine Beziehung in Frage, wenn derjenige auch segelt? Oder würdest du mit Kindern segeln? Der wird mitgeschleift, ganz klar. Nein, also ich glaube, ich hatte einfach eine ganz großartige Ausgangssituation. Ich hatte ganz wenige Bindungen. Ich habe auch ein Elternhaus, was mir ganz viel Freiheit gelassen hat, was mir auch mitgegeben hat, dass ich keine Existenzängste haben muss. Und das sind schon die Grundvoraussetzungen, überhaupt sowas zu machen. Denn das meiste Problem ist ja, dass man sich gar nicht traut, loszufahren. Nur weil man immer denkt, was könnte sein, wenn, was passiert, wenn ich nicht da bin oder was ist, wenn ich wieder hier bin oder was kann unterwegs einem alles passieren. Das sind Dinge, die muss man ausblenden, sonst geht's nicht. Mutig sein ohne Angst. Du hast uns auch erzählt, finanzielle Ängste gibt es auch nicht. Gab es denn jemanden auf den ganzen Turn, der dir gefallen hat? Ja, ganz viele. Vor allen Dingen die wunderschönen weißen Sandstrände, die großen dicken Haie unterm Schiff, eine ganze Menge. Und Männer, die mitgesegelt sind? Ja, der eine oder andere. Okay, ja, das ist doch auch gut. Also wenn man weiß, selbst auf dem Segelboot lernt man jemanden kennen, dann ist es ja schön. Gar nicht so einfach, denn tatsächlich muss man ja auf engem Raum zusammenleben. Und ich hatte das Glück, in Panama einen ganz wunderbaren Mitsegler mit an Bord nehmen zu können, weil ich einfach auch Crew brauchte in dem Fall. Ja, und das war eine schöne Geschichte. War der länger dabei als nur 2 Wochen? Bis Australien, eine ganze Weile, ja. Und dann musste er von Bord? Er musste leider nach Hause, er musste sein altes Leben wieder aufnehmen, wie wir vielleicht irgendwann alle mal wieder. Ich weigere mich noch ein bisschen, das wieder mein altes Leben zu nennen, was ich hier mache. Und eigentlich möchte ich auch wieder los, vielleicht auch nach Australien. Schön. Was waren denn die, hast du einen schönsten Moment von der Reise? Das ist immer ganz, ganz schwer, das wirklich zusammenzufassen, denn es sind unglaublich viele schöne Momente. Es sind unglaublich viele Dinge, die man noch nicht kennt, noch nie gesehen hat, wo man wirklich um eine Ecke biegt und sagt, wow, Hammer, das ist noch was ganz, ganz Neues für mich, obwohl ich schon eine ganze Menge vorher auch gesehen habe. Aber es sind so Meilensteine, wo man merkt, jetzt habe ich das geschafft, was ich immer machen wollte. Ein ganz wichtiger Moment war zum Beispiel Panama-Kanal, also die letzte Schleuse geht auf und ich habe vor mir den Pazifik.
daraufhin habe ich echt lange gearbeitet. Da musste ich ganz schön, ich sag mal, locker 5 Jahre meines Lebens habe ich einfach auch gehofft und gedacht, wie leicht schaffst du es irgendwann. Und wenn dann die Schleusentore aufgehen, gibt es ja kein Zurück mehr. Das war ein ganz toller Moment. Aber wenn man jetzt so diese wunderbaren, ja auch landschaftlich schönen Ecken hinterfragt, dann sind es ganz bestimmt die polynesischen Inseln für mich. Marquesas, Tuamotus, das sind weiße Sandstrände, Palmen, das sind auch ganz hoch aufragende Berge, unglaublich tropisch natürlich, ganz, ganz grün und viele, viele sehr, sehr weit entfernt lebende Menschen in einem ganz anderen Kosmos als unserem. Und deine Augen leuchten. Du hast Peter und mir verraten, mitgenommen hast du auch. Mein Gott, es geht uns hier so wahnsinnig gut. Das ist eine, ja, deine Erkenntnisse. Du hast dich dort auch engagiert. Du hast unter anderem Hilfsmittel nach Haiti direkt gesegelt. Das ist eins deiner Projekte. Du engagierst dich. Ja, das ist wirklich schwer für mich, jetzt hier auch zu sehen, wie wir in unserer Welt einfach weiterleben und das, was da draußen teilweise passiert und was auch an Armut und unglaublichem Elend herrscht, gar nicht richtig wahrnehmen. Und das tut man natürlich, wenn man unterwegs ist. Man sieht es persönlich direkt vor Ort und Haiti ist mir ein ganz wichtiges Projekt. Ich habe immer Spenden gesammelt und bin 2-mal dort vorbeigesegelt, habe dann die Dinge umgesetzt. Also ich habe vorher das Schiff voll gemacht, ich habe richtig eingekauft, lastwagenweise schon fast, und habe das in ein Waisenhaus gebracht auf einer kleinen vorgelagerten Insel von Haiti. Kinder können sich gar nicht selber helfen, das ist unglaublich schwierig in so armen Ländern und Haiti ist das ärmste Land der westlichen Hemisphäre immer noch. Es geht denen ganz, ganz schlecht. Nach dem Erdbeben ist wenig passiert. Ein bisschen ja, aber wenig. Es ist ganz viel versickert. Es wird ganz, ganz schwer werden, für die überhaupt immer auf eigene Beine zu kommen. Und den Kindern muss geholfen werden. Das werde ich auch weiterhin machen. Ich werde auch bestimmt nächstes Jahr da wieder vorbeisegeln. Ich habe noch kein Schiff, aber ich brauche eins. Okay, wir brauchen ein Schiff. Wir werden das beobachten, sodass wir wissen, was wir dazu beitragen können. Und letztendlich hast du es schon gesagt, du willst unbedingt wieder los und Peter und ich dürfen zum Glück mit. Deshalb schon mal bis hierhin vielen Dank. Wir sprechen uns gleich noch und damit zurück zu Franziska und Peter. Ich sitze hier mit einer der 40 erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands, hat die RTL Chartshow rausgefunden und die müssen es wissen. Und ich sitze hier mit einer Frau, die für den RTL ins Dschungelcamp gegangen ist. Du warst nämlich in der aktuellen Staffel Ich bin ein Star, holt mich heraus dabei und du hast überlebt. Fräulein Menke ist bei uns. Und jetzt saß ja im Januar genau in diesem Stuhl Herr Gabriel und hat gesagt: Peter, der Dschungel ist saugefährlich. Ist er das? Du kannst es verifizieren oder falsifizieren, gibt es das? Keine Ahnung. Ja, also ich muss dazu sagen, ein richtiger Dschungel ist es eigentlich nicht. Es ist australischer Wald, es ist Mischwald. Die haben da eben halt Palmen und Kiefern. Es ist ein australischer Mischwald, tatsächlich. Da, ein Dschungel, da hat man Moskitostiche, da gibt es, na gut, Blutegel hatten wir auch, aber es war wirklich trocken, selbst wenn es da geregnet hat, der Waldboden hat da so weggesaugt, es war dann am nächsten Tag, selbst die Blätter, die auf dem Waldboden waren, waren wieder trocken. Ich fand das wunderbar, ich habe auch unheimlich gut geschlafen, alle haben gesagt, ich habe mich da hingelegt und unter den Sternen sofort weg, also ich konnte... Also es ist anders, es ist nicht saugefährlich. Also nein, ich fand es überhaupt auch, ich kam mit dem Klima super zurecht, ich mochte auch alle Menschen, mit denen ich da zusammen war, wir sind auch, ich war ja zuerst im Snake Rock Team, was ja so der Mist war an und für sich, genau. Weil wir hatten ja nicht dieses schöne Becken und wir konnten dann nicht auf, ne, Sphinx. Der armen Teil des Dschungels. Das war der armen Teil des Dschungels. Aber gerade in dieser Isolation, ich kam mit den, wirklich auch mit Hanka, mit Thomas Hessler, der Jens Büchner, da war super lieb und die Kader. Wir waren wirklich so, wir waren ein richtiges Team. Deswegen, ich habe auch von Anfang an gesagt, Leute, ich gehe gerne in den Dschungel, ich nehme auch gern das Geld, ne, man macht das auch wirklich wegen des Geldes, also. Man muss ja auch mal ehrlich sein. Aber
Meine lieben Redakteure, ich würde niemals diesen Ekelkram essen. Ich finde das würdelos. Hast du ja auch nicht. Ich habe da keinen Appetit drauf und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, mit denen ich im Camp bin, das auch verstehen und dass ich da nicht Druck kriege. Deswegen habe ich mich das auch getraut. Jetzt sind wir hier ganz nett beieinander im Cocoon und müssen natürlich ein bisschen tratschen und klatschen. Mark Terenzi ist ja Dschungelkönig geworden. Ja. Der war mal mit Sarah Connor verheiratet. Singen kann er angeblich auch und auf jeden Fall strippen. Der ist ja jetzt der neue Dschungelkönig. Hat er es verdient, Franzi? Also ich finde total, er hat es total verdient, vor allen Dingen auch, weil Hanka dann Platz 2 wurde. Das muss man immer ins Verhältnis setzen. Ja, weil muss man immer ins Verhältnis setzen. Nein, er war wirklich völlig uneitel. Er hatte, als ich ihn da getroffen habe, wir kamen ja dann irgendwann alle zusammen, die dreckigsten Hosen. Er hat für uns alle das Holz geschleppt und abends am Lagerfeuer wirklich wunderbar gesungen. Der kann toll singen, der Knabe. Ist halt ja auch Italiener. Bel canto, man weiß ja, was da los ist. Und er war wirklich lieb und nett und bescheiden und auch ein sexy Typ. Ich fand auch, dass er sehr gut aussah. Ein hübscher Kerl ist es außerdem. Nett. Ich mochte ihn gerne. Ne? Also er hat es verdient. So, ja, Hanka verdient. Rackwitz ist Zweite geworden, war ja im Finale. Und da hattest du ja während der Show, beziehungsweise genau, schon mal so Sachen losgelassen. Das glaube ich jetzt nicht so hundertprozentig mit diesen Angstgeschichten. Das würdest du auch noch bestätigen an dieser Stelle. Ja, also ich fand auch, dass alle im Camp gedacht haben, Moment, wie geht das jetzt zusammen? So irgendwie diese Angst vor der Toilette und dann angeblich hat sie ja da immer in den Weiher gepinkelt, was ja eigentlich auch egal ist, ein fließendes Gewässer. Urin ist ja nun nicht so, dass man davon wegrennen muss nun unbedingt. Ne? Es gibt Giftigeres in Gewässern als das. Also wie gesagt, ich fand das eigentlich so, dass Hanka sehr ehrgeizig war. Also es hätten noch viel mehr eklige Sachen über sie rübergegossen werden können, damit sie sich beweisen konnte, was sie doch für eine taffe Tante ist. Und ich glaube das nicht. Wenn man wirklich so nicht mal jetzt mit dem Gummihandschuh ein Glas anfassen muss, kann ich mir nicht vorstellen, dass man diese Kakerlakenflut da über sich gerne ergehen lässt und auch ohne jetzt irgendwelche Angstphobien sozusagen. Ich habe mich einfach getraut, das zu sagen, was wir im Camp eigentlich alle gedacht haben. War eine Marotte, ganz einfach. Nö, aber auch eine unterhaltsame. Ansonsten muss ich sagen, hat sie optisch sehr gut gewirkt, war auch ein netter Mensch, sie war keine fiese Möppe oder so. Also optisch gut gewirkt hat für viele ja auch Alexander Hanikin, den hat aber natürlich die deutsche Fernsehnation auch ein bisschen gespalten, weil der ein bisschen schleimig rüberkommt. Wie ist denn der so gewesen, dieser Hanni? Das war ganz witzig, der hatte sich am Anfang mit Julian F.M. Stöckel, ich weiß, der war ja auch mal im Dschungel, oh Gott, so ein bisschen zusammengetan. Wir erinnern uns alle. Und Julian F.M. Stöckel hat ihm bestimmt den Tipp gegeben, du geh mal mit der Menke da ins Bassin gleich. Und da kam er auch gleich am ersten Tag an, du pass mal auf, in 5 Minuten bin ich da, wir gehen da zusammen zum Weiher. Und ich so, oh Gott, soll die Deutschen jetzt denken, ich mach mit Hanni jetzt irgendwie mal, ne, irgendwie mal so lässig 30 Jahre Altersunterschied. Ja, ja, Gott, aber. Weißt du, wie ich mich gewehrt habe? Ich habe gesagt, ja, ist okay, ich nehme meine dreckigen Unterhosen mit, die muss ich mal durchwaschen. Und dann saß ich da mit meiner Seife, das haben sie natürlich auch nicht gesendet, aber so habe ich mir dann sozusagen die mögliche Liebesszene im Weiher vom Hals geschafft. Also. Es gibt romantischeres. Also dieser Hanni, naja. Okay, so, jetzt muss man ja sagen, das ist ja ein Dschungelcamp gewesen, wo keiner vorab, so wie eben Gunter Gabriel mal geschrien hat, ich bin ein Star, holt mich hier raus, um komplett aus dem Camp zu gehen. Ihr habt alle durchgehalten und du bist diejenige gewesen, die als erstes rausgewählt wurde. Was ging dir da durch den Kopf, als es hieß, so Fräulein Menke, du gehst? Also, um ehrlich zu sein, ich hatte total trockenen Mund, ich war völlig schockiert, ich hätte es nicht gedacht, wäre auch gern noch geblieben. Und man denkt ja so, ach, die mögen mich da alle nicht. Keiner ruft für einen an, ich bin da unmöglich rübergekommen, die hässlichste, am schlechtesten operiert oder gar nicht operiert oder so. An irgendwas muss es ja gelegen haben, die Haare zu kurz, zu ehrlich, irgendwas. Ich war schon ein bisschen schockiert, ne? Aber als ich dann in diesem Wahnsinnshotel gesessen habe. Ja. Das wäre Sarge. Oh, es ist ein Traum. Und dieser Pazifik von der, eben der ist ja auch nur eine Straße, musste ich überqueren. Da war ich auch an diesem herrlichen Pazifik. Nee, da habe ich gewusst, Mensch, ich habe ja einen Hauptgewinn geworden hier. Ne? Aber im ersten Moment war ich wirklich echt ein bisschen traurig. Ja. Menschlich, ne?
jetzt im Nachhinein, war es gut, dass du mitgemacht hast? Oder hast du gesagt, oh, vielleicht hätte ich mir ein paar Sachen sparen können? Oder hast du gesagt, nee, ich bin eigentlich mit der Performance da oder mit dem? Also man verstellt sich ja wahrscheinlich irgendwann auch gar nicht mehr. Schafft man ja gar nicht 24 nee, Stunden. Habe ich mir auch gar nicht vorgenommen. Ich bin so ein Typ, ich gucke mir alles, was gesendet wird, also im Fernsehen von mir, immer aktuell an, wenn es gesendet wird. Was ist also passiert? Ich konnte den Dschungelcamp konnte ich ja nicht gucken. Ich habe nicht eine Folge gesehen. Und bei der letzten Sendung haben sie so das Beste von gezeigt. Da habe ich gesagt, wo bin ich denn? Da bin ich nicht, da bin ich nicht. Da war ich überhaupt dabei? So, ne? Also ich habe mir die Folgen ja nicht angeguckt. Jetzt, das wäre auch Blödsinn. Und insofern weiß ich nicht genau, was draußen überhaupt von mir gezeigt wurde. Nun bist du wieder hier und hast seit Ende der 90er Jahre ja auch noch einen Job, weil du immer sagst, ich stehe auch irgendwie auf den bürgerlichen Beinen und bist Paketbotin beim United Parcel Service, ja, bei der UPS. Wie kam das dazu? Es hatte mehrere Gründe. Also ich hatte ja 94 gerade mein Haus fertig gebaut in Maschen. Meine Kinder waren noch im Schulalter und ich habe mich von meinem Mann Sigi damals getrennt, der Kindesvater. Und irgendwie muss man alles ja auch bezahlen. Es ist ja nicht so, dass man nun ständig Jobs hat und die großen Auftritte und so. Und das hat mir sozusagen eine Basis gegeben. Und in Maschen wohnend hat mir auch die Stadt, dieses pulsierende Leben, so, das hat mir gefehlt. Ich wollte morgens ein Ziel haben, wo gehe ich hin? Dann hat man ja auch noch Sport getrieben damals, dadurch, dass man da rumgelaufen ist. Also ich war tatsächlich 10 Jahre lang Fahrerin in der Innenstadt, richtig Ballindamm und Alstertor und so. Und das war immer so schön, diese Stadt, das Pulsieren und dann wieder aufs Land. Also ich hatte das Gefühl, ich habe da das Beste aus beiden Welten. Aber du machst das aktuell immer noch, ne? Immer noch. Ich komme da irgendwie nicht weg. Ich weiß auch nicht. Das ist wie so eine Ehe. Ich bin mit dem Haufen da irgendwie verheiratet. So, es gibt ja Leute, die erzählen so komische Geschichten wie, nein, die haben bei mir gar nicht geklingelt. Die haben diese Karte einfach nur hingeklebt. Und ich muss diesen Scheißpaket jetzt 5 Kilometer irgendwo wegholen. Ja. Was sagst du dazu? Ja, also ich klingel dann nicht nur, ich will mich jetzt nicht hier besonders hervortun, aber ich klingel dann bei 6 Klingeln, 3 rufen, was soll denn das, ich habe gar nichts bestellt, aber dann versuche ich eben das irgendwie da im Haus zu hinterlassen, ganz normal, denn man will selber auch irgendwo in der Nähe sein Paket haben. Liegt es am Geld, dass sie es schlecht verdienen, dass sie dann einfach sagen, komm, ich laufe da einfach mal weg und klebt einfach nur zack, 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 das geht schneller, weil man pro Paket bezahlt wird, oder? Nee, man wird, also wo ich arbeite, pro Stunde bezahlt. Und ich muss sagen, also es ist schon fies, wenn du jetzt, ich bin auch 1,5 Jahre in St. Pauli und Altona gefahren, wenn du nun jedes, selbst ein kleines Amazon in 4. Stock hochbringst, weil der da oben steht, sagt, na, wann kommt sie denn? Also ich rufe dann auch wirklich, wie wär's mit in der Mitte treffen? Ja. Und das machen ganz viele, ne? Die ziehen ihre Hausschuhe an, kommen mal 2 Treppen runter, du gehst 2 hoch. Man muss ja auch Mitgefühl mit diesen Menschen haben, die können das auch nicht leisten, sind keine Maschinen, ne? Sag mal, liebe Franzi, interessierst du dich eigentlich für Fußball? Unbedingt. Ich habe auch schon gehört, dass der Chef sogar von... Der Präsident. Mein Gott, der Präsident. El Presidente. Ja. Vom FC St. Pauli. Und das ist auch dein Verein? Wenn überhaupt, ja. Weil meine Tochter, also ich bin jetzt nicht der Oberfußballfan, ist damit gesagt, ja, wenn überhaupt, ne? Aber wenn ich mich entscheiden soll zwischen 2 Vereinen, HSV oder Pauli, auf jeden Fall schlägt mein Herz dann eher für Pauli. Weil meine Tochter da, ja logisch, meine Tochter auch ewig schon Fan ist. Also mit diesen Worten kann ich nur abgeben an Astrid. Und die hat göttlichen Besuch. Und das war eine schöne Überleitung. Neben mir steht er nun, St. Paulis Präsident Oke Göttlich. Guten Abend, Oke. Guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das ist schön, du, was wir uns freuen, ehrlich. Und was ich auch das weiß hier jeder, dem FC St. Pauli nahe stehe, als dem HSV. Szenenapplaus. Okay, wir sind auf St. Pauli. Oke, du hast uns verraten, du bist überhaupt kein Medientyp. Du findest das alles ganz furchtbar, dich öffentlich zu äußern. Warum? Ja, weil es einfach, der FC St. Pauli liefert so viele Geschichten, da braucht es keinen Präsidenten, der auch noch in der Gegend rumblökt. Gut, das Schöne ist jetzt,
du bist hier und die Gelegenheit werde ich nutzen. Du warst auch Journalist. Ist das vielleicht auch ein Grund? Ja, man weiß natürlich so ein bisschen, was wird manchmal draus gemacht und was nicht. Und ich bin einfach froh mit so kleinen Geschichten, dass ich heute zum Beispiel eigentlich meiner Mission schon ganz oder schon erfüllt habe, indem ich Horst mir zugesagt hat, dass er am Samstag nicht etwa in der Nordtribüne beim HSV sitzen wird, sondern in der Gästekurve beim FC Köln. Und damit habe ich alles erreicht, was ich wollte. Horst, stimmt das? Horst, gib uns mal ein Zeichen. Horst da hinten, unser Quoten-HSV-Fan vom Talk der offenen Tür. Ich habe aber leider keine Karte mehr gekriegt für die Köln. Oh, das ist so schade. Es tut mir wirklich echt leid. Also. Jetzt muss er doch bei den HSV-ern sitzen. Ja. Das ist furchtbar. Horst, ich tröste dich nachher und ich tröste dich natürlich auch am Samstag. Das ist überhaupt keine Frage. Kommst du mit? Darüber noch. Kommst du mit, Astrid? Nein, aber ich tröste dich. Okay. Mich musst du morgen nicht trösten. Hm. Okay, wir umreißen es mal kurz. Ich habe schon gesagt, du bist Journalist gewesen und du hast ein Unternehmen, du machst in Musik. Das muss man mal kurz wissen. Was machst du da? Ja, also ich verkaufe Musik digital. Ich arbeite mit Labels und mit Künstlern zusammen und das seit 15 Jahren. Und wir kümmern uns dann darum, dass sie möglichst gut und viel auf den verschiedenen Digitalplattformen verkaufen und das macht sehr viel Spaß und freut mich, dass ich da so viele tolle Menschen kennenlernen darf. Und es ist nicht ganz unwichtig zu wissen, dass du ein eigenes Unternehmen hast, denn du bist seit November 2014, also ungefähr 2,5 Jahre Präsident und es ist gar nicht schlecht, dass du ein eigenes Unternehmen hast. Warum bist du es geworden? Das muss man die Mitglieder fragen, die wählen ja den Präsidenten oder anders gesagt der Aufsichtsrat, der von den Mitgliedern gewählt wird, wählt sich dann einen Präsidenten sozusagen aus. Und es ist natürlich schon so, so viele Menschen können sich das ja auch nicht erlauben, weil es ist ein Job, wo man einfach ehrenamtlich und unentgeltlich arbeitet. Also man könnte sagen, andere Menschen sammeln Briefmarken. Ich bin der Präsident vom FC St. Pauli. Das ist ungefähr ähnlich gut vergütet sozusagen. Gut vergütet, aber ich hoffe, du bist mit, oder ich bin ganz überzeugt, du bist mit mehr Herzblut dabei, als obwohl vielleicht einige Briefmarkensammler, also ja, weiß ich nicht genau, man weiß es nicht. Du sagst es schon, Ehrenamt, wie viele Stunden bist du denn im Club oder wie viele Stunden bist du in der Woche dafür unterwegs? Ja, ach, wenn man noch die ganzen Gedanken hinzuzählt, dann ist es wirklich 24/7, weil die Saison ist ja bisher auch nicht so, dass man einfach wohl in den Schlaf kommt, sondern man denkt schon sehr lange über Dinge nach. Ja, genau. Und also es ist schon sehr viel, aber das ist kein Jammern, sondern es ist natürlich auch ganz viel tolle Herausforderung, weil so viel lernen wie ich in den 2,5 Jahren, das tun die wenigsten Menschen. Hast du ein eigenes Büro? Der Präsident beim FC St. Pauli, der darf sich in der Küche mit manchen Leuten dann auch mal treffen. Es gibt kein Büro. Ernsthaft? Ist das bei allen Vereinen so? Nein, das ist nicht bei allen Vereinen so. Als ich einmal die Gelegenheit hatte, Uli Hoeneß besuchen zu dürfen, der hatte schon ein Büro, genau. Das ist ein Ding. Uli, du machst irgendwas richtig. Okay, du musst auch noch ein eigenes Büro kriegen. Nichtsdestotrotz, du bist ja wie gesagt in deiner besagten Firma noch unterwegs. Wahrscheinlich arbeitest du 2x40 Stunden. Das muss die Familie auch irgendwie mitmachen. Ja, aber die ist auch durch und durch St. Pauli-Fan. Also ich habe gerade, deshalb bin ich ein bisschen geknickt, also meine Tochter ist leider nur noch auf dem Bronzeplatz zu verorten, innerhalb des Freundeskreises. Meine Tochter war nämlich in ihrer vierten Lebenswoche am Millerntor und ich habe jetzt das zweite befreundete Pärchen kennengelernt und da wird das Kind am Dienstag nach 12 Tagen nach der Geburt bereits am Millerntor sein. Und deshalb bin ich jetzt nur noch auf einem traurigen Bronzeplatz. Es tut mir so leid, Uke. Das sind die wirklich wichtigen Dinge. Und dann hast du deine Lütte mitgenommen, so richtig mit Mickey Maus, Kopfhörer und so weiter, ab ins Stadion. Nee, Kopfhörer gab es nicht. Sie wurde einfach nur vor den Bauch geschnallt. Und ich vermute mal, sie ist einfach aus purer Sicherheit einfach eingeschlafen, weil das so lärmig und nervig für sie war. Da hat sie gedacht, schlafen ist das Allerbeste. Protestschlaf. Weißt du noch, ob die Mannschaft gewonnen hat oder verloren? Oder unentschieden? Ja, wir haben gewonnen damals und das Schönste war, und dafür bin ich immer noch sehr dankbar, Holger Stanislawski hat ja dann über den Rücken gestrichen. Oh, ist das schön!
Das ist wirklich ganz wunderbar. Das möchte ich auch. Ich möchte auch beim FC St. Pauli schlafen und Holger soll mir immer den Rücken streicheln. Ah, das ist eine glatte Eins. Okay, weißt du was? Und das habe ich nicht gelesen, sondern das habe ich im Video gesehen. Das hast du selber erzählt. Du bist ja schon Fan seit 91, wenn ich das richtig gelesen habe. Du bist mal in der Nordkurve alkoholisiert zusammengebrochen. Man musste dich raustragen. Hast du da die Wahrheit erzählt in diesem Interview und könnte das heute nochmal passieren? Also, das kann heute passieren. Ich hoffe, am vorletzten Spieltag haben wir ein Heimspiel und wir schaffen den Klassenerhalt. Und dann wünsche ich mir denselben Zustand exakt so nochmal. Und die ganze Geschichte ist noch ein bisschen schwieriger eigentlich, weil ich bin ja damals, ich bin in Hamburg geboren und dann sind meine Eltern mit mir irgendwann an die Nordsee gezogen und ich musste also immer diesen beschwerlichen Weg von der Nordsee ans Millerntor dann wieder fahren. Und ich kam häufig auch schon alkoholisiert an, bin aber auch gefahren. Also, Auto? Ja, also irgendwie bin ich gefahren, ne? Also das weiß ich noch. Also wir hatten es ja vorhin, wie sich so die Zeiten verändert haben, ja. Also wenn ich heute sehe, dass Eltern ihre Kinder in drei Sicherheitsphasen hinten anketten müssen, damit sie überhaupt im Auto transportiert werden dürfen. Also ich saß früher noch in einem Karton im Ford Transit meines Vaters. Und insofern, also die Zeiten verändern sich, die verändern sich auf St. Pauli, die verändern sich aber auch in der Erziehung und in allen anderen Thematiken, ja. Was sind denn schöne Seiten deines Jobs? Wann hast du Spaß? Ich stelle mir immer vor, man sitzt irgendwie mit dem Geschäftsführer zusammen und mit allen anderen und dann guckt man so ein bisschen, welche Spieler kann man einkaufen und ein bisschen Geld ausgeben und zum Jahreswechsel waren ja auch ein paar Millionen über und so. Ist das richtig schön, einkaufen? Nein, also das ist, das ist ja nicht so, dass die irgendwo an der Stange hängen und man sagt so, jetzt shoppe ich mal den einen oder den anderen, sondern es ist tatsächlich da sind ganz viele Parameter, die wollen ja auch nicht alle zwangsläufig immer zum FC St. Pauli. Es zählt dann schnöde eine Mischung aus, wer bezahlt am meisten und vielleicht auch ein bisschen sind die Leute da ganz nett und passen die und dann auch natürlich so schnöde Karrieregesichtspunkte auch eines jeden Spielers. Kann ich in der Mannschaft möglichst schnell beweisen, dass ich sogar vielleicht noch für höhere Aufgaben oder andere Aufgaben dienlich bin und da vielleicht noch mehr verdienen kann und so weiter. Also es ist schon ein sehr durchgetaktetes Geschäft und es ist sehr professionell. Auch das hat sich extrem verändert. Wir haben natürlich alle hier auf St. Pauli ein wahnsinniges Herz und auch ein wahnsinniges braun-weißes Herz für unsere damalige Drittligamannschaft, die bis in die erste Liga hoch aufgestiegen ist. Das ist eine traumhafte Mannschaft gewesen, weil sie auch in so einem perfekten Zeitfenster, wo noch nicht alles extrem durchgetaktet gewesen ist, gelebt hat. Wenn du jetzt zweite Bundesliga Fußball spielst, dann ist das schon wie früher, sage ich mal, oberes Erstliganiveau. Und das heißt, du bist schon sehr getaktet und die Abläufe sind sehr klar. Und da muss man eben immer diese Balance finden zwischen wie charmant, gerade auf St. Pauli, kann so eine Mannschaft sein, wie eng kann man es auch mit dem Stadtteil noch verbinden, aber auch wie sehr musst du die Spieler auch in Ruhe lassen, damit sie sozusagen ihre Leistung abrufen können. Das ist schon anders geworden. Jetzt springen wir auch mal in die Situation, du hast ja schon angesprochen, aktuell haben wir den 15. Tabellenplatz, es ist ja das aber noch nicht, lange nicht in Sicherheit, 8 Spiele folgen noch, 2 Punkte nur vor einem Abstiegsplatz, wenn man mal das Torverhältnis ausblendet. Da gibt es ein paar Fragen zu. Also erst einmal, 80% aller Vereine feuern als allererstes ihren Trainer. Wir haben Ewald Lien noch, wie kommt's? Also ich bin damit einverstanden, ganz kurz. Ne? Also, wie kommt's? Naja, also es ist tatsächlich eine schnöde Prozentberechnung letztlich. Also dass man einfach die Chancen im Verhältnis dazu setzt, was würde passieren, wenn man irgendwo was auswechseln würde. Und wenn man sich die Trainerwechsel anschaut und das auch mal, wirklich rein auf einer Zahlenbasis betrachtet, dann bewirken Trainerwechsel in aller Regel nichts. So. Dann ist Ewald ein so passender Trainer für den FC St. Pauli, dass man, wenn man ihn sozusagen gegen jemand anders auswechseln würde, vielleicht eine Gesamtverunsicherung auch schaffen würde, die nicht nur in der Mannschaft, nicht nur im Umfeld, nicht nur in den ganzen Dienstleistungsbereichen, Medizin, Athletik und so weiter, die alle in dieser Schnittstelle mit diesem Trainer arbeiten müssen, wieder etwas Neues lernen müssen und damit vielleicht auch eine Verunsicherung geschaffen wird,
sondern wir reden auch vom Umfeld, Stadion und so weiter, die sich auch mit dem, was wir auf dem Rasen präsentieren, was wir als Trainer und so weiter präsentieren, auch identifizieren müssen, damit sie auch, sage ich mal, uns über diese Linie tragen können. Das ist ein wichtiger psychologischer Faktor und das war letztlich auch der Punkt, warum wir, also nicht dieser einzelne Punkt, sondern dass diese ganze Gemengelage, dass das Risiko eines Wechsels größer gewesen wäre oder anders gesagt, unsere Chancen auf den Klassenerhalt nicht maximiert hätten und wir dann gesagt haben, wir gucken lieber im Umfeld, wo sind vielleicht noch Stellschrauben, die wir ein bisschen besser machen können und haben dann mit Olaf Jansen einen ganz tollen Co-Trainer gefunden, der die Stärken von Ewald noch stärker machen konnte, aber auch ein paar Schwächen von Ewald auch ein bisschen ergänzen konnte. Und das klappt hervorragend. Also keine romantische soziale Entscheidung, sondern eine für den Fußball. Ich habe jetzt gerade gelesen, wird Ewald jetzt auch irgendwann noch Sportchef? Ich kann dich ja alles fragen, du bist so selten in den Medien, jetzt nutze ich die Gelegenheit. Du kannst mich alles fragen und ich werde... Wirst nicht alles beantworten. Ich werde auch alles beantworten und ich habe neulich schon gesagt, also ich finde, man muss nicht sozusagen jede Geschichte glauben, die natürlich in den Medien steht, dass Ewald ein sehr toller und auch ein sehr enger Mitarbeiter beim FC St. Pauli ist und hoffentlich auch noch lange bleiben wird, ist klar. Ich glaube, Sportdirektor würde ihm selber keine große Freude machen. Vielleicht haben wir ihn hier auch irgendwann mal. Aber wenn wir jetzt nochmal überlegen, wir müssen dieses Horrorszenario einfach durchspielen. Also ich schaffe die Klasse, das weiß ich, aber es wir sind noch nicht aus dem Schneider. Was passiert denn dann? Also wenn es jetzt wirklich richtig schlecht läuft, was ist dann? Und weil wir können ja auch nicht, also man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass man sofort wieder aufsteigen würde oder so. Was ist dann? Naja, man kann sich sicher sein, dass wir spätestens ab Mitte Dezember mit 11 Punkten nach 17 Spieltagen natürlich alles durchgespielt haben und auch uns mit dem Szenario beschäftigt haben, was ist jetzt dritte Liga. Und wir können sagen, und das ist wirklich toll, dadurch, dass wir über Jahre hinweg der wirtschaftlich vernünftigere Verein in Hamburg gewesen sind, können wir mit erhobenem Haupt absteigen. Das hört sich komisch an, aber wir sind zumindest nicht sofort wieder in einer Retterphase oder sonstiges. Das liegt an der tollen Arbeit der Vorgängerpräsidien, aber auch der Gremien miteinander, dass wir wirklich sehr wirtschaftlich gewesen sind in den letzten Jahren. Und das heißt auch ganz klar, dass wir natürlich, sollte dieses Schreckensszenario eintreten, was wir nicht glauben, weil wir um den Klassenerhalt kämpfen und ihn schaffen werden, dass wir dann natürlich alles daran setzen werden, schnellstmöglich wieder hochzukommen. Aber wir haben alles glücklicherweise in einer sehr kurzen Zeit so schnell drehen können, dass wir jetzt die Chance haben. Wir stehen über dem Strich, dass wir jetzt die Chance haben, aus eigener Kraft es zu schaffen. Wir haben ein Restprogramm, wo wir Gegner haben, die wir schlagen können, so wie wir übrigens auch in jedem Spiel gegen die 1 bis 5 Platzierten dieser Liga wirklich in jedem Spiel auch mit Chancen versehen auch hätten gewinnen können oder einen Punkt mitnehmen können. Und insofern sind wir sehr selbstbewusst. Und wir können in dem Stadion bleiben. Wir müssen da nicht raus oder so, wenn wir jetzt absteigen, neues Stadion oder so. Nein, wir können da bleiben. Selbstverständlich können wir da bleiben. Also das Stadion ist natürlich wunderbar und das hilft uns natürlich auch in der dritten Liga und hoffentlich mit auch in der dritten Liga, wo wir hoffentlich... Das Wort hören wir nicht mehr. Nur noch zwei Fragen. Also hilft es als St. Pauli, leidest du mehr als damals als Fan, jetzt als Präsident? Ja, selbst. Gut. Und die nächste Frage ist, hilft es, dass es dem Stadtrivalen Horst, auch nicht richtig gut geht? Nein, das hilft überhaupt nicht tatsächlich, weil man wirklich begreift, wie schwer es den Verantwortlichen dort auch fällt und geht, weil man es am eigenen Leib sozusagen erfährt. Ich kann wirklich sagen, das ist keine spaßige Situation für keinen Spieler, für keinen Fan. Und wenn man dann auch noch sozusagen in der Verantwortung fürs Ganze steht, dann ist der Druck wirklich schwierig, aber diese Herausforderung hat man ja gewählt und deshalb wird man sich der auch widmen und kämpft dagegen an. Wo landen wir jetzt am Ende der Saison? Sag du einen Platz und ich sag einen Platz. Ich habe mir schon einen ausgedacht. 11.
Oh, ich wollte 14 sagen. Also dein Wort in Gottes Ohr, mein Wort in göttliches Ohr. Vielen Dank bis dahin. Wir sprechen uns noch, Oke. Zurück zur Bühne, zu Peter und Franziska. Danke. Franziska Fräulein Menke ist bei mir zu Gast und wir haben jetzt schon viele Leben von dir durch. Wir haben die Paketbotin, wir haben die Dschungelcamperin, wir haben natürlich den NDW-Star mit den Hits und mit denen du auch immer noch unterwegs bist. Wir haben noch nicht, mal kurz erwähnt hast du es, die Komponistin Franziska Menke, denn du hast ja nicht nur für dich Sachen gemacht, sondern auch für andere Menschen. Mary Rose war dabei. Ja, auch für Truckstop habe ich den einen oder anderen Titel geschrieben, ja. Das hält sich in Grenzen. Meine zweite kleine Karriere hatte ich eigentlich in den 90ern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die GEMA, die neigte sich dann so langsam so ein bisschen runter und die Kinder, ich musste da auch, mein Mann hat studiert, Maschinenbau und ich musste irgendwie was einfallen lassen und da hat mir Hamburg auch echt richtig geholfen, weil ich habe dann so Touren gemacht durch die Werbeagenturen hier, Linters und was es alles hier in Hamburg gab und habe richtig gute Filmmusikaufträge bekommen, die ich damals, ich hatte ein Studio beim Number One da in der Bahner Straße zusammen mit dem Engländer Adrian Eskew und da haben wir ganz viel Filmmusik gemacht für Benson Hedges und Milram und was weiß ich nicht, Fiss, Scheuersal und Behrensen war dabei, ja, glaube ja, ich. Ja, Behrensen, ja, das war so ein richtiger Werbehit. Das wäre was für mich, ja. Ja, da habe ich gegen den Doldinger sogar gewonnen, das ist ja unglaublich, weil der ist eine Koryphäe, ich habe echt nur Glück gehabt, also ganz ehrlich, ich kann mich mit dem Mann nicht messen, so vom Können her, aber ich hatte Glück, ich kannte das Stück gar nicht, das ist ein uraltes Burschenlied gewesen, was Behrensen als Werbehymne damals gehabt hat, Gaudiamus Igitur, und da hat der Werber mir dann so eine Note hingelegt mit einem Dreivierteltakt und da habe ich das natürlich im Wald gemacht, konnte nicht wissen, dass die in diesem Jahr gerade vom Deutschen Tanzverband das große Tanzding da sponsern und da haben die sofort gesagt, hier diese Walzer-Version, die ist es. Und da hat der Doldinger, also nach 3-4 Jahren, wo der das immer gemacht hat, konnte der einpacken und ich hatte den Etat. Und das ist dann echt, dann kann man mit Keller bauen, ne? Ja. Ist so. Und du hast, ja, viel Bühnenerfahrung, also Konzerte kommen wir gleich nochmal, aber du hast auch im Delphi Showpalast hier in Hamburg über anderthalb Jahre mit dem Trio Trommler Peter Behrens, Gott hab ihn selig, Sternenhimmel gemacht. Du warst Schauspielerin auch. Ja, also das ist Musikrevue. Ne? Also Schauspielerin würde ich mich jetzt nicht nennen. Das sind nur ganz kurze, kleine Sprechparts. Die Abläufe. Aber es ist natürlich Horst Kuska, den kennt man auch. Der hatte ja am Anfang von Olli Meier und Frau Fett, wie ist sie denn noch? Feddersen, genau das Theater am Holstenwall, da habe ich eigentlich angefangen. Millennium, da war Let's Twist, da habe ich meine erste Produktion da gespielt und dann sind wir ins Delphi und dann habe ich noch, wie gesagt, Sternenhimmel, Ritschis Traum und Hüttenzauber, also einige, ja. Also begeisterte Zurufe. Da war ich Helga. Mensch, guck mal, deine Fans sind da. Ja, und auch, also Peter Behrens, ein ganz süßer Mensch, also ist ja leider letztes Jahr gestorben im Mai. Ich hatte ihn 2 Wochen bei mir zu Hause wohnen und er ist total genügsam und hat sich immer bedankt fürs Essen und hat auch wirklich gut gearbeitet. Wir waren ja auch bei dir, ja. als im Vorgespräch. Ja. Bei Fräulein Menke gibt es lecker Käsekuchen, wenn man nicht kommt, ne? Und schönen Kaffee. Ja, da war bei Penny. Wir wurden auch wunderbar versorgt. Bei Penny Nachbarschaftswochen. Ja, gut. Er hat aber sehr viel besser geschmeckt, das muss man wirklich sagen. Ja, gut. Also, so, NDW. Du bist wahnsinnig viel aufgetreten in der Zeit der Neuen Deutschen Welle und ihr seid jetzt teilweise immer noch auf Tournee und macht Partys für die Leute, die diese Musik einfach nach wie vor hören wollen. Mit wem von der Zeit bist du noch unterwegs? Also sehr aktiv ist Markus natürlich, den kennen wir noch alle. Ich will Spaß und kleine Taschenlampe brennen. Das ist ja das Stück überhaupt. Und Markus hat halt eine Band zusammengestellt, die kommen da aus dem Hanauer Frankfurter Raum. Wir nennen das dann Ich will Spaß Party. Das ist dann schon live halt, aber mit Chöre so ein bisschen, kommt vom Band. Wir helfen uns da, so ist das normal, machen wir heutzutage so. Und wir haben dann wirklich einige Auftritte und die Leute feiern das ganz gut ab. Also es ist wirklich schön. Und ich bin dieses Jahr, auch freue ich mich auch sehr drauf, am 15. Juli hier beim Schlagermove. Das erste Mal, dass ich beim Schlagermove in Hamburg dabei bin. Also
Wir notieren Samstag, 15. Juli, Schlager-Move mit Fräulein Menke. Richtig. Die Zeit hat sich ja wahrscheinlich auch zwischendurch mal verändert mit den Leuten, mit denen du unterwegs warst. Und ja, immer noch bist. Gibt es da Geschichten, gibt es da Freundschaften, die entstanden sind, Animositäten, die irgendwann einen ereilt haben? Ja, es ist jetzt gar nicht so spektakulär, aber ich habe mir neulich mal wirklich ganz intensiv so eine 80er-Jahre-Revue angeguckt. Da sind gar nicht mehr so viele Leute dabei, das ist wirklich ganz schlimm. Rio Reiser, F.J. Krüger von Ideal, es sind ganz viele Menschen, Carlo Kages, der hat 99 Luftballons, alle sind schon beim Herrn, ne? Deswegen kann man sagen, also ich kann mich, sie sind auch von Trio, da gibt es nur noch einen. Ja. Also man soll einfach mal froh sein, dass man überhaupt noch hier atmet. Und das Dirndl passt noch. Und das Dirndl so einigermaßen passt. Das ist die Hauptsache. Das ist nicht selbstverständlich. Du bist ja auch immer sehr aktiv für die queere Sache, also CSD ist für dich keine Droge, also höchstens positiv, du unterstützt das sehr und ich habe in Vorbereitung zu dieser Show in irgendeinem Videoschnipsel einen wunderbaren Satz von dir gefunden, über den möchte ich mit dir jetzt philosophisch diskutieren. Oh, gerne. Dieser Satz heißt, achso, da warst du mit irgendeinem, muss man dazu sagen, sonst versteht man das wieder nicht, da warst du mit irgendeinem schwulen Freund, Bekannten oder Verwandten, ich weiß nicht mehr, in der schwulen Kneipe und dann hast du dazu gesagt, alle Rosen duften unterschiedlich, aber der Stich bleibt gleich. Ja. Richtig. Darüber möchte ich jetzt philosophieren. Mit dir, Franzi. Was bedeutet dieser Satz? Ja, das bedeutet genau, die Rosen duften mannigfaltig, aber der Stich bleibt letztendlich gleich. Also das ist jetzt poetisch. Ich könnte es auch ein bisschen, sagen wir ein bisschen ordinär sagen, Loch an Loch und hält doch. Nein, ich finde einfach, wo die Liebe hinfällt. Es ist so, mein Cousin Edwin zum Beispiel, ja, der hat also immer schon mit 18, fand ich schon... habe ich gesagt, immer, bist du schwul? Ne? Ja klar, muss es auch geben in unserer Familie. Und mein Opi sogar hat homophile Tendenzen gehabt, die meine Omi mir verraten hat, gesagt, schau dir deinen Opa an, schmale Schultern, breite Hüften. Kam aus Polen. Ne? Wir hatten mal so einen schönen russischen Balletttänzer bei uns, der hat bei uns verkehrt. Oh, das hat mir sehr gefallen. Ein schöner Mann. Also es zieht sich eigentlich als roter Faden durch meine Familie, dass sie sehr tolerant sind. Ne? Das ist doch eine schöne Sache. Du hast deine Kinder erwähnt, die in der Zwischenzeit ja aus dem Gröbsten raus sind. Ne? Du hast eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn studiert in meiner bayerischen Heimatstadt. Der ist in Regensburg. Ja, genau. Warst du schon mal in Regensburg? Nein, also untröstlich, ich muss ihn dringend besuchen. Du musst dahin und ich sage dir, wenn wir einen Termin abmachen, ich gehe dir Kneipen zeigen. Ja. Also ich habe mir das jetzt schon angeguckt, das ist ja himmlisch schön da. Das ist eine himmlisch schöne Stadt, nach Hamburg gleich die zweitschönste. Ja. Ist so, ja. Also müssen wir, ich habe ja jetzt die Telefonnummer von dir, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, da gehen wir in Regensburg was Schönes trinken. Das machen wir. Da gibt es aber nicht so ollen Sprudel, sondern mal was anderes. Ja. So, Träume und Wünsche von dir würde ich gerne, du hast so viel erreicht, du hast vielen Zuschauern so viel gegeben und Musik geschenkt, was soll noch kommen? Also ich möchte einfach weiter meine Stimme behalten, dass ich in irgendwie live singen kann nach wie vor. Das ist auch nicht immer normal. Das kann auch mal krankhaft irgendwie sich verändern. Gerade das sind anstrengende Auftritte mit Brüllen und Leute animieren dazwischen. Das mache ich jetzt schon 25, 30 Jahre. Da bin ich glücklich, dass ich das immer noch erfüllen kann. Dass die Menschen gerne sich noch daran erinnern, dass es nicht auf einmal heißt, Mensch, abgesagt, geh nach Hause oder so. Weil es gibt ja schon wirklich ganz andere Musik auch. Und dass mir vielleicht noch das ein oder andere Neue einfällt, Innovative, was man noch umzusetzen hat, ja, und umsetzen möchte. Ich erinnere nochmal an den Satz von ganz am Anfang, Skorpiongeborene sind kämpferisch, gehen ihren Weg, aber auch unversöhnlich und kompromisslos. Wir haben jetzt viel von dir gehört, da ist schon viel dabei. Ne? Du hast immer deinen Weg gemacht, hast bestimmte Sachen einfach komplett neu für dich erfunden und bist dir aber dabei treu geblieben.
Ja, ich fand das eben auch toll, diese Melange zwischen, also ich bin auf der Bühne, ich habe den großen Applaus und am Montag stehe ich wieder schwitzend zwischen Paketbergen und bin geerdet und bin ein Teil von der Stadt und von allen Menschen, die arbeiten müssen, die sich bewegen müssen. Das finde ich sehr gut. Wenn man nur in dieser Glitzerwelt und Strass behängt irgendwie klarkommen will, ich glaube, dass man da nicht unbedingt glücklich wird. Nein, man muss beides haben. Vielen Dank, liebe Franzi. Vielen Dank dafür, dass du uns mir in der Jugend so wahnsinnig schöne Titel geschenkt hast. Vielen Dank, dass du mir Anfang Januar schöne Stunden geschenkt hast im Dschungel. Und vielen Dank, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Oh, ich danke euch auch allen. Das war sehr positiv. Und bevor ich aus der Fräulein Menke eine Frau Diermeier mache, gebe ich dich ab an Astrid. Fräulein Menke bei uns im Talk der offenen Tür. Ich begleite dich nach unten. Schön, Franziska, bei uns in der Runde. Ich habe die neue Deutsche Welle auch mitgemacht, na klar. Und ja, wir machen hier mal kleine gemeinsame Geschichten an diesem Tisch und ich würde euch alle bitten, euch nochmal kurz zu überlegen, welches denn früher euer Lieblingslied war in der neuen Deutschen Welle und ich fange jetzt an und ihr müsst es danach auch singen. Bei mir war es, du müsstest mit einsteigen, falls ich das nicht richtig singe. Kleine Taschenlampe brennt, schreib ich lieb dich in den Himmel und dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns mehr trennen. Ja, ich liebe es. Lilo. Hallo, wie geht es, Robert? Sag mir ehrlich, geht... Das ist nicht Neue Deutsche Welle, ich bin einfach zu alt. Sag mir ehrlich, geht's ihm gut? Ich wüsste gerne, was er tut. Denk daran, mein Robert braucht so viel Liebe. Gitte. Oh, Lilo Wanders mit Gitte. Mareike, hast du die Neue Deutsche Welle mitgemacht? Na klar, ich weiß noch genau, ich war auf dem Ponyhof, wir sind auf unsere Pferde gestiegen, sind übers Feld geritten und dazu gab es natürlich eine ganze Menge, alles querbeet, aber singen kann ich überhaupt nicht, deswegen ist es natürlich auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Hans Albers, oh, den haben wir auch schon hier gehabt. So, Oke, und du? Es gibt so viele tolle Songs, jetzt ganz ehrlich, und ich, und wenn du dann in dein Hirn rumkramst, was es denn nun ist, und mir fällt jetzt nur... Das war, ohne Witz, das war genau das, was mir jetzt als erstes einfiel. Und ich dachte so, ja, 99 Luftballons von Nena. So. Sehr gut, ja. Mag ich auch. Es gab ja auch so eine schöne Mode damals. Wie saht ihr denn aus in den 80ern? Also ich habe jetzt nicht Großes aufgefahren. Ich hatte einfach nur eine Dauerwelle und irgendwie so ein Teil im Haar. Franziska, Dirndl und privat? Ja, ich glaube, die Dauerwelle, das ist überhaupt der Grund, warum in den 80ern so viele Mädels ganz kurze Haare hatten, weil das wuchs ja immer so raus, dann hing das so runter, dann wurde das da so curly und das hat man irgendwann so verzweifelt gemacht, dass man das einfach alles abgeschnitten hat. Ne? Und dann, wie kriege ich das in die Luft? Da gab es ja auch Theorien drüber, da konnte man also so eine Perle... Zahnweiß oder so zerreiben oder man hat sich da Zuckerwasser über den Kopf gegossen oder Bier, genau. Bier! Ja, das war sehr wichtig. Wie steht das dann doch alles hoch, ne? Wie sahst du aus, Oke, in den 80ern? Ja, ich glaube, meine Mutter hat mir da noch Latzhosen angezogen. Ja. St. Peter-Ording, ne? St. Peter-Ording. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Also, und kennt ihr auch noch diese Niki-Pullover mit diesen, also genau, also ich glaube, sowas hatte ich da an. Das war aber bestimmt ganz zauberhaft. Ja, genau, absolut, genau. Lilo, wie sahst du denn so in den 80ern aus? Mir fällt auch gerade ein, weil Franzi das gesagt hat, ich hatte eine Dauerwelle und war blondiert und saß irgendwann mal im Café Gnosa fast mir in die Haare und hab die ganzen Haare in der Hand. Das war die letzte Dauerwelle. Mareike, und du? Schon, da nee, ich glaube, ich habe segeln gelernt in der Zeit und dementsprechend war da nicht mit Schönsein war nicht so viel los. Hat irgendjemand von euch so richtig rebelliert in der Pubertät? Der hebe mal den Finger. Oh Gott, alle betreten. Ich glaube, du? Ja, das war allerdings eine ganze Zeit vorher. Meine Eltern hatten ein ländliches Kaufhaus. Es wurde umgebaut und neu eröffnet und alle waren im Stress. Und ich weiß noch, oh Gott, ich habe zu meiner Mutter gesagt, nur weil du im Klimakterium bist, musst du mich nicht nerven. Das hast du nicht gesagt.
Das tut mir heute noch leid. Hat sie dir eine geknallt? Nein, hat sie nicht. Meine Mutter verzeiht mir alles. Das ist wirklich wahr, ja. Oh. Liebe Lilo, du hast uns was mitgebracht. Kleiner Themenwechsel, das liegt hier auf dem Tisch. Christian, guck mal, da wirst du gleich mal reingucken. Lilo hat uns was mitgebracht, weil Lilo, also Sex ist ja auch ihre Mission und es geht ja auch um Alter und um Jugend und um alles. Zeig doch mal. Naja, für mich sind das alte Hüte, obwohl sie nicht so aussehen. Das sind natürlich Spielzeuge, Sexspielzeuge. Das hier ist so das Witzigste, was ich kenne. Das ist ein Vibrator. Offensichtlich. Offensichtlich. Und der erinnert für mich irgendwie immer an das Ungeheuer von Loch Ness, ne? Ja. Ja. Wie niedlich. Das Geheimnis ist gelüftet. Nessie ist ein Kerl mit einer gewaltigen Erektion im Verhältnis zum Kopf, wie sich das jedermann so wünscht. Fürs Sommerloch im Grunde. Willst du noch mehr sehen? Na logisch, wenn du mehr hast. Das ist das Geschenk eines hat mir ein junger Russe geschenkt auf dem Fest der Nation. Finde ich sehr bezeichnend. Begeisterung hier auch auf den Seiten? Ja, das sollten wir vielleicht auch Herrn Putin, wenn er hier nach Hamburg kommt, vielleicht noch mitgeben. Ne? Also. Sollten wir. Und das ist schon fast ein Kunstwerk. Das kann sie auch ins Wohnzimmer stellen. Und wenn Tante Gertraud fragt, was ist das denn wohl, dann sagst du, das ist eine Lavalampe, liebe Tante. Erinnert auch ein bisschen an das Schwert von Darth Vader, ne? Ich bin dein Vater. Ja. Ja, wenn du noch einen hast. Oh Gott, das ist ja eine Wundertüte, ist ja Wahnsinn. Das ist kein Dildo und kein Vibrator, sondern das ist das Tal der 1000 Zungen. Okay, es sind nur 12, aber die kannst du in 3 verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen. Und sogar rückwärts. Und wieder ohne Kuppeln runterschalten. Und dann sogar Intervallschaltung. Jetzt zeig mir mal einen Menschen, der das alles kann. Wir werden es noch ausfinden. Hast du Dildos? So, ich wollte euch hier... Ich habe den nur in einer anderen Farbe. Ich wollte euch hier nämlich einfach stehen lassen, dass, es sind ja 4 Teile, dass ihr... Lass das einfach mal so stehen. Ach Lilo, ich mag dich. Ich kusche mich noch mal kurz an, aber ich wollte euch wirklich hier stehen lassen, weil ich nämlich tatsächlich auf die Bühne muss, wo Peter schon auf mir wartet. Nicht nur auf mich wartet, ich bin völlig fertig. Und bei Talk.14 bringe ich natürlich meine Dildos mit. Ich lasse euch hier kurz stehen. Ich muss schnell zur Bühne. La 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 la. Und auf der Bühne nicht nur Peter, wie eben angekündigt, sondern unsere Band des Abends, Clara Bow. Ja, Astrid, komm auf mich drauf. Scheibenkleister. Clara Bow sind hier. Das sind der Phyllis Jürger am Schlagzeug, Malte Merz an der Gitarre, Janine Rüdiger am Bass und Katrin Hesse an der Gitarre. Und sag mal, Katrin, wo ist denn wieder diese Clara Bow geblieben? Wer ist eigentlich Clara Bow? Erklär uns bitte, wer das ist. Du darfst dieses Mikro vor dir benutzen. Ja, also die Clara Bow ist eine Schauspielerin aus den 20er Jahren, eine Stummfilm-Schauspielerin. Die war das erste It-Girl. Aber weil nicht, dass, sie was gemacht hat? Weil sie das gewisse Etwas hatte. Also es war eine andere Definition von It-Girl, war nicht einfach nur Rampensau, sondern sie war so ein bisschen buschikoser, ein bisschen frecher und man sagt, sie hatte halt den aktiven Blick in den Filmen und dass es vorher nicht gab. Und es gibt Filmbücher, die behaupten, sie war sogar feministischer als viele andere Frauen danach, auch in den 80ern. Und der Film It kam 1927 raus und damit haben wir schon wieder gelernt, dass das It-Girl seit 90 Jahren existiert. Wie komme ich jetzt zu Astrid? Gar nicht. Es gibt diesmal keine Überleitung. Na, Astrid ist ja auch Phyllis. Hat auch das gewisse Etwas. Es hat das gewisse Etwas. Ihr habt euch 2003 gegründet und es ist sehr schön, als Gegengewicht zum männlich dominierten, testosterongesteuerten Rockgeschehen. Ich sehe Malte. Ja, das ist richtig, aber Malte ist unsere einzige wirkliche Frau. Malte, dazu muss ich noch mal ganz kurz was hören. Malte, wie fühlst du dich? Sehr weiblich. Oh, es ist so schön, Malte. Es ist ganz schön. Peter, was? Ich habe keine Überleitung. Ich fühle mich hier wahnsinnig. Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Wir hören gleich geile Musik, was sehr schön ist. Clara Bow, Stummfilmstar, und die Musik ist laut und gut, laut und dreckig. Shout It Out heißt das Werk von Clara Bow, was wir jetzt hören. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder beim Talk der offenen Tür, entweder live im Cocoon oder draußen im Netz. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.
take a dig it, dig it into my ground. I won't get down, I won't get down, I can't get it out, I have to shut it out. I won't get down, I won't get down, I can't get it out, I have to shut it out. Shut it, I have to shut it out. Hey, you gotta shake it. Shout it out.